Hallo Leute, jetzt kommt mein Part. Geht natürlich um Stand-up und um meine Lieblingstechniken und worauf man darauf achten sollte und weswegen ich die als essentiell und wichtig erachte. Fangen wir an mit der ersten Technik. Der Luke wird mir assistieren. Ganz einfach, da kann er einfach passiv bleiben. Fangen wir an mit dem Low-Kick auf das vordere Bein. Warum wähle ich diese Technik? Es ist ganz einfach, je stärker ich sein vorderes Bein ausschalte, sei es im Standkampf, sei es im Ringen, sei es im MMA, desto weniger kann er agieren und aggressiv agieren. Warum? Weil sein vorderes Bein oftmals die Mitte sucht und wie so ähnlich bei einem Fechtkampf versucht, über die Mitte eine Dominanz auszustrahlen. Wie kann ich das ausschalten mit einem effektiven und guten Low-Kick? Dieser Low-Kick ist meines Erachtens am besten, wenn man ihn mit der oberen Hälfte des Schienbeins trifft und wenn man diesen Low-Kick vom Kraftvektor eher nach vorne, also in den Mann kickt, nicht von außen, so wie das traditionell oftmals der Fall ist, sondern eher mit einem Passgangschritt nach vorne. Das Ganze sollte auf den Teil des Oberschenkels abzielen, der sich unmittelbar über dem Knie befindet, sodass ich dort den größtmöglichen Effekt habe, sein Bein über die Sehnenstruktur lahmzulegen. Durch ein Hämatom, das ich dort verursache, oder einfach dadurch, dass ich seine Muskulatur zu überbeanspruche. Das heißt also, erste Technik ist ein Low-Kick, ein guter Passgangschritt, nach vorne etwas, also vorne eher diagonal, und dann mit der oberen Hälfte knapp über dem Knie treffen. Das ist Technik 1. Willkommen zu meinem zweiten Teil. Im ersten Teil haben wir den Low-Kick auf das vordere Bein besprochen. Und jetzt besprechen wir den vorderen Mittelkick zu seiner Leber. Dazu stellt sich der Luke mir gegenüber auf. Wie schon im ersten Teil erklärt, zielt der Low-Kick auf das vordere Bein und wird durch einen Passgang initiiert. Wenn ich den vorderen Kick zu seiner Leber bringe, initiiere ich das eher über einen Diagonalgang. Wird gleich noch eher ersichtlich über die Boxkombination, die ich daran in die Verbindung setze. Das heißt also, ich mache einen Diagonalgang mit dem vorderen Bein, kreuze mit dem hinteren Bein und treffe dann mit dem Schienbein auf seine Leber. Was gilt es dort zu beachten? Genauso wie beim Low-Kick ist es eher sinnvoll, meines Erachtens, mit dem oberen Teil des Schienbeins zu treffen, weil sich das eher in die Boxkombination einfitten kann und wir dadurch eine Art Kontinuum aufbauen können, welches halt permanent aneinanderreibbar ist. Ich zeige die Technik nochmal. Diagonalgang, Initiierung und dann Abschuss. Boom. Boom.